Wir häkeln eine Weihnachtszipfelmütze. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollhaus-Team. Ja, heute häkeln wir eine Zipfelmütze, eine Weihnachtszipfelmütze. Nicola hatte euch ja schon in ihrem Adventskalender gezeigt, was sie Schönes damit macht. Und ich zeige euch jetzt, wie es gehäkelt wird. Ich meine, Nicola hatte das auch so abgeknickt und festgenäht. Das könnt ihr gerne so machen. Man kann das zum Verschenken auf eine Flasche stellen. Also finde ich ganz, ganz niedlich, wenn man irgendwo eingeladen ist. Obwohl, naja, jetzt in der Zeit wird es, denke ich, doch schwierig. Aber trotz alledem, ich denke, man kann es auch einfach schön auf den Tisch stellen. Wie gesagt, auf eine Flasche Wein stellen. Gefällt mir unheimlich gut. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich als erstes unsere Wolle. Wir häkeln mit der Gisa Cotton 4-Ply. Also das ist eine 100%ige Baumwolle, hat 158 Meter Lauflänge. Wir benutzen die Farbe Red. Angegeben ist sie für eine 3,25er, aber wir häkeln das Ganze mit einer 2,5er Nadel. Dann brauchen wir für den Fluff die Moments. Die Moments in der Farbe White, wie ihr sehen könnt, das ist 100% Polyester, 90 Meter auf 50 Gramm hat das Ganze. So, dann habe ich ja eben schon einmal gesagt, Häkelnadel, wir brauchen aber zwei Häkelnadeln. Und zwar einmal die 2,5er Nadel und die 3er Nadel. Damit wird der Rand einmal umhäkelt. Natürlich die Schere, Nadel nachher zum Vernähen. Und ganz viel Spaß bei der Sache. Ja, dann bleibt dran und wir legen los. So, für unsere kleine Zipfelmütze starten wir mit einem Anfangsknoten und wir häkeln 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Stechen wir in die erste Masche ein, holen uns den Faden und machen eine Kettmasche. Und jetzt haben wir hier in der Mitte ein kleines Loch. Und da arbeiten wir jetzt. Ich mache nur die allererste Reihe oder Runde, arbeite ich halbe Stäbchen. Das mache ich wirklich nur in der allerersten Runde, weil die Maschen doch sehr, sehr klein sind und mit halbem Stäbchen kann ich die Maschen ein bisschen besser sehen. Da kommt nachher oben ein Bommel drauf und daher sieht man das nicht, aber es ist tatsächlich einfacher. Ich hatte das ausprobiert. Also für ein halbes Stäbchen nehmen wir uns einmal den Faden hier auf die Nadel, gehen hier in die Mitte rein. So, und jetzt arbeiten wir insgesamt 4 halbe Stäbchen hier in den Kreis. 2, 3 und Faden holen und 4. Ihr seht, wie gesagt, die Maschen sind jetzt etwas größer und mir fällt es leichter. Wenn ihr das nicht leiden mögt, macht schon feste Maschen, weil wir arbeiten die ganze Mütze in festen Maschen. Und ich kann jetzt hier sehen, 1, 2, 3, das ist mein viertes halbes Stäbchen. So, und jetzt arbeiten wir in jede Masche eine feste Masche rein. 1. Die ersten 1, 2 Runden sind sehr, sehr knifflig. 2.
3. Stülpe das schon einmal ein bisschen um. Und das hier ist unsere vierte. Und nicht dran verzweifeln, wie gesagt, das ist wirklich nur jetzt die erste Runde, dass das wirklich so total knifflig ist. Ich verspreche euch, das wird jetzt gleich etwas leichter, weil jetzt fangen wir an, die Maschen zu verdoppeln. Ich nehme hier meinen Anfangsfaden, lege den hier nach vorne. Das ist jetzt mein Markierer, das heißt also mein runden Markierer, der markiert mir dann, wann meine Runde zu Ende ist oder wann sie wieder anfängt. So, jetzt kommt in jede Masche 2 feste Maschen rein. 1 und noch eine. Und in die nächste Masche rein. 2 feste Maschen. In die nächste rein. 2 feste Maschen. 1 und 2 und hier in meine letzte Masche auch noch mal 2 Maschen. Jetzt haben wir hier 8 Maschen in der Runde und jetzt werden 2 Runden nur nach meinem Anfangs. Zack, jetzt 2 Runden nur in feste Maschen. Also insgesamt arbeiten wir jetzt 2 mal 8 feste Maschen hier in der Runde. So, jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, wir stechen hier in die erste Masche ein, machen eine feste Masche und in die zweite kommen 2 feste Maschen. 2, eine feste Masche in die nächste und 2 feste Maschen in die nächste, also jede zweite Masche. Im Endeffekt jetzt haben wir ja jede zweite Masche verdoppelt. Dann kommen 2 Runden wieder in nur feste Maschen. Also wir haben dann 12 Maschen in der Runde. Danach wird jede dritte Masche verdoppelt. Immer 2 Runden feste Maschen dazwischen. Dann jede vierte Masche verdoppelt. Immer 2 Runden in feste Maschen dazwischen. Und das Ganze macht ihr so lange, bis ihr insgesamt jede 12. Masche verdoppelt habt, dann habt ihr hier in der Runde 52 Maschen. Oder vielleicht in Zentimeterzahl, weil ich wirklich sehr, sehr fest häkle. Also ich wäre so 10 bis 11 Zentimeter müsstet ihr haben für die Mütze. Ich denke, ich muss euch jetzt nicht jede Runde zeigen, weil es ist jetzt, dass ihr wirklich immer in jeder Runde eine Masche mehr verdoppelt. Ne? Das heißt, jetzt haben wir jede zweite, jede dritte, jede vierte, jede fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte. Und halt immer 2 Runden dazwischen, nur feste Maschen ohne Zunahmen. So, ich denke, das schafft ihr jetzt auch alleine. Und dann, wenn wir das gemacht haben, unsere 10 bis 11 Zentimeter gehäkelt haben, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe hier meinen Faden schon einmal abgeschnitten. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt arbeiten wir einmal den Rand ringsrum. Dafür nehme ich eine Dreiernadel. Ich hoffe, dass ich dazwischen komme. Es wird jetzt eine kleine Fummelei. Aber wir stechen auch einfach irgendwo rein,
nehmen jetzt unser Moments Wolle und ziehen hier die Masche einmal durch. So, ich werde jetzt hier den Anfang auch schon gleich mit einhäkeln. So, wir arbeiten jetzt auch in feste Maschen einmal ringsrum mit der Moments Wolle. Einfach hier in jede Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Und das machen wir auch einmal ringsrum, bis wir hier vorne wieder angekommen sind. So, ich bin jetzt hier einmal rum. Ich möchte das Ganze aber etwas breiter haben. Und zwar werde ich jetzt noch mal zwei Runden in feste Maschen arbeiten. Und ihr seht hier oben immer da, wo das V ist, das ist eine Masche. Man muss wirklich ein bisschen besser hingucken, aber man kann es erkennen. Ihr seht ja hier das V, da das V. Und da wird jeweils eingestochen und das Ganze insgesamt 2, 3 Runden. Ich muss gleich mal gucken, aber ich denke mal, ich werde jetzt 2 Runden noch machen. Ja, und dann arbeiten wir den Bommel. So, ich habe tatsächlich insgesamt 4 Runden jetzt gehäkelt. Die 3 war mir doch ein bisschen wenig. Jetzt arbeiten wir eine Kettenmasche und schneiden den Faden einmal ab. Ziehen hoch. So. Jetzt machen wir den Bommel. Ups, war meine Notizen. So, der Bommel ist ganz einfach. Wir nehmen uns die Hand und wickeln. Also richtig schön dick. Jetzt 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mache mal 40. 40 Mal um die Finger gewickelt. Dann schneiden wir den Faden etwas großzügiger ab. Nehmen uns hier den Mittelfinger einmal raus, sodass wir hier eine Lücke haben. Und gehen mit dem Ende hier einmal durch. So, Finger wieder durch. Ups. Finger habe ich immer noch drin. Und jetzt gehe ich hier noch einmal durch. Komme hier wieder raus. Und ziehe einmal fest. Das Ganze mache ich noch einmal. Gehe hier durch. Jetzt habe ich hier oben eine Schlaufe. Und da ziehe ich jetzt meinen Anfangsfaden einmal durch und mache einen Knoten. Und ziehe es hier einmal fest. Das mache ich noch einmal, ich glaube, dann soll es wohl gut sein. Hier ist die Schlaufe, da kommt der Faden durch und einen Knoten. So, jetzt nehmen wir uns die Schere und schneiden uns das jetzt hier einmal an der Seite auf. Und das Ganze bei der anderen Seite auch noch einmal. Die Schere ist auch nicht mehr die beste.
Und ihr seht, es macht ganz schön. Es schneit, es schneit. So, macht das hier einmal ein bisschen an die Seite. So, und jetzt wird der Bommel hier oben einmal befestigt. Da muss ich einmal meine Nadel rausholen. Dies übrigens habe ich von einer, ich weiß gar nicht, Silvia heißt die Dame. Ich glaube, die ist auch hier von Facebook, von YouTube. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Da kam die Tage nämlich ein Päckchen. Und da war das drin für Bianca. Nicola hat auch was bekommen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und da bewahre ich jetzt meine Nadeln auf. Da habe ich ein paar, sag schon, meine Stricknadeln. So, wie gesagt, ich habe mich unheimlich gefreut. Danke nochmal, liebe Silvia. Und du siehst, es wird genutzt. Ich habe hier meinen Reihenzähler dran. Ich meine, von hier von YouTube war die Dame. Und hat uns ein ganz tolles Paket auf bei uns im Wollhaus erreicht. So, jetzt fädel ich das Ganze hier auf. Da sind so viele Fäden dran. Ja, jetzt habe ich. So, das kommt jetzt von dem Durchschneiden. Sieht wirklich aus, als ob es hier geschneit hat. So, jetzt gehen wir hier in die Spitze rein. Und da kommt jetzt unser Bommel oben drauf. Werde ich gleich in Ruhe festnähen. Ich werde das auch noch mal ein bisschen in Form schneiden. Wer mag, kann sich den noch so umknicken, hier einmal so festnähen. Und dann ist unsere Bommelmütze fertig. Ich habe mir jetzt den Bommel oben noch etwas zurechtgeschnitten. Ja, fertig ist unser entweder für eine Flasche zum Verschenken. Wir können das, wie gesagt, noch einmal so umknicken und hier so festnähen. Ihr könnt das als auch für einen Tannenbaum nehmen. Gefällt mir auch unheimlich gut, wenn so eine Mütze am Tannenbaum dranhängt. Für euren Tisch, für den Weihnachtstisch zum Verzieren. Kann man sie auch sehr gut nutzen. Dadurch, dass sie auch in festen Maschen gehäkelt wird, ist sie auch unheimlich steif und kann auch mal so einfach auf dem Tisch stehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer freuen wir uns über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und natürlich die Glocke, die müsst ihr einmal drücken. Dann verpasst ihr keins von unseren Videos, weil wir haben jetzt bis Weihnachten jeden Tag ein Video für euch. Seid gespannt, was wir für tolle Sachen für euch haben. Ja, jetzt habt viel Freude beim Nachhäkeln. Schön, dass ihr mitgehäkelt habt. Tschüss, eure Bianca vom Wollhaus-Team.